miteinander und willkommen zurück zu Modern Blade 2 Bannerlord mit Torin Gent. Es geht weiter. Wir werden zunächst einmal hier einige Leute hier tauschen. Jetzt mehr Leute rekrutieren. Das werden wir jetzt hier verstärkt machen. Wir laufen mal in diese Richtung tatsächlich. Ab. Nein. Nein. Ja, wir müssen jetzt echt Glück haben. Zugegebenermaßen, um hier mal irgendwas noch abzubekommen. Vielleicht in einem der abgelegenen Dörfer hier. So. Ja, hier gibt es zumindest noch einige Leute. Ein Versteck wurde auch hier gesichtet. Das könnten wir uns auch gleich mal anschauen. Ja, wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Hier ist wieder alles leer. Okay. Wechseln wir einmal die Waffen. Wie üblich. Zwar, da ist sie. So. Noch eine ganze Menge Zeug, was wir verkaufen müssten, aber das können wir auch woanders machen. So, eliminieren wir die Jungs hier. Ja. Ein paar weitere Banditen sind hier natürlich noch außen unterwegs, aber das ist schon okay. Greifen wir an. Also Männer, Feuer frei, würde ich sagen. Haben wir erstmal erwischt, gut. Sehr schön. Hinten kommen welche. Die sind auch schon ordentlich. Vielleicht ordentlich, da kann man gerade noch dem Speer ausweichen. Na also. So, definitiv Zeit, einige Pfeile wieder aufzufüllen. Hier ist einiges verschossen worden. So, bewegt euch alle mal hier nach vorne. Ja, solltet ihr eigentlich wieder Möglichkeiten haben zu schießen. Möchte, kann ich auch Sachen aufsammeln. Wir gehen erstmal hier alleine vor, ja. Sehe ich, glaube ich, jemanden stehen, oder? Oh, da ist auf jeden Fall jemand. Ah. Das ist einer. Schwer zu sagen, vielleicht so. Das wäre ein ziemlich krasser Trickshot gewesen. Jetzt sind aber auf jeden Fall welche. Getroffen haben wir ihn. Gut entbrannt kommen sie hier auf uns zu. Und noch einer weniger. Müsste doch eigentlich einer noch sein. Ich würde sagen, wir geben unseren Männern jetzt auch den Befehl zum Angriff. Ja. Schauen wir uns vielleicht mal in dieser Höhle hier um. Bogen hier im Anschlag, aber noch sehe ich hier niemanden. Die Axt in die Hand. Ist jemand? Sehr gut. Ein echter Assassin, müsste ich ja schon was sagen hier. Ein Haschischchen vom Feinsten. Aus dem Hinterhalt, sie hatten niemals eine Chance. So, ich glaube, der Campuslärm kommt von hier drinnen. Ja. So, da haben wir ihn ausgelockt. Den Big Boss. Ja, ich duelliere mich nicht mit Schweinen wie dir. So. Und das war's.
Drei Verletzte, keine Toten auf unserer Seite zu beklagen. Ganz großartig, ja, wir können sogar Leute rekrutieren. Komm, die nehmen wir mal sogar mit, ja. Wir können dann der gute Taggen mitnehmen. Deine, ja. Truppe aus Gaunen und Ganoven hier anführen. Sozusagen ein Rehabilitationstrupp. So. Also gut, hier können wir zumindest einmal rekrutieren. Ich meine, das ist besser als nichts. Könnte auch noch einen Blick hier reinwerfen. Na, will ich sie jetzt tatsächlich schon direkt... Ich denke, wir behalten sie zunächst mal. Und wenn hier welche überlaufen wollen, werden wir sie zuerst aufnehmen und dann sie entsprechend taggen, an die Hand geben. So, wir können unseren verrückten Mann noch mal etwas verbessern hier, ja. Er darf jetzt auch wieder reden. Gut. So großzügig sind wir jetzt zu ihm. Langsam hat er sich ein wenig gerafft. Meine Güte, was ist denn hier nur los? Hier ist ja überall alles ausgebucht. Ob in Iyakis, ob da vielleicht noch jemand... Und warte, hier gibt es einen Mann. Ja, Maya, oh, das, der Benny Silal mal wieder, Was sind das eigentlich? Benny Silal. Müsste es eigentlich sein. Ja, die sind im Krieg mit ziemlich vielen Leuten, so wie mir scheint. Vor allem mit den Azarai. Ja, das scheint irgendeine Geheimgesellschaft zu sein. Interessant. Ja, interessant. Mit uns sind sie natürlich nicht im Krieg, aber die überfallen ja ständig irgendwelche Leute. Das kann ich nicht gutheißen. Ich denke, wir werden jetzt mal hier nach den Rechten sehen. Ja, ich bin Nael. Wie seid ihr? Liat von dem Benny Silal. Bin ich hier, um euch Einhalt zu gebieten. Ihr überfallt ja ständig Karawanen. Das können wir nicht zulassen. Wir sagen, ihr werdet... euch ergeben oder sterben. Genau so. Greifen wir sie an? Ja, also wie gesagt, das kann man, können wir hier echt so nicht stehen lassen. So, formationstechnisch können wir hier einen Schildwall bilden. So, das müsste sich die Kavallerie hier um den Großteil dieser Saal kümmern. Und das war einer von unseren, glaube ich. Ja. Oh, natürlich, Da ist ein Feind. Ja, den haben wir erwischt, den am Boden auch. Taggen hat ihn gerade eben hier fertig gemacht. Gut. Sehr gut. Nächster. Ja, hier. Ich schoss gegen unsere Axt hier. Gut, so. Irgendwo stehen hier noch welche. Sind da welche? Das ist einer von unseren. Hinten werden sie noch gejagt, ja. Ja, aber er hier ist einer der Feinde. Bin nicht sicher jetzt mittlerweile. Kein freies Schussfeld hier.
So, sein Pferd ist zu Boden gegangen. So. Ja, kein einfacher Feind. Zum Glück haben wir selber ziemlich viel Kavallerie. So, hoffentlich gab es keine großen Verluste. Ach, das ist einer unserer Wölfe. Ausgerechnet einer von denen. Jetzt will ich irgendwann erwischen können, der, sag ich mal, leichter zu ersetzen ist. Na gut. So, wir werden mal sehen. Die haben bestimmt einen in meinen Gefangener. Ja, du bist jetzt mein Gefangener. Ach du meine Güte. Oh ja, wir können unglaubliche Mengen an Leuten hier rekrutieren. Das ist natürlich wirklich nicht schlecht, zumal wir uns ja selber ja gut auffüllen können. Country. Veteran, ja, Karawanen, Guards, wo man nicht unbedingt. Veteran Infantry. Headmans haben wir auch so einige momentan. Schützen, Kamelenleute hier, die Mamelucken, Soldaten. Jetzt können wir noch 5 Leute hier mitnehmen. Ja, tatsächlich. Jetzt mal überlegen. Also die Headmans, die können wir mitnehmen. 2 Footmen hier noch. Und jetzt noch ein Mann. Karawanenmeister der Aserei. Ein Söldner und 41 Gefangene. Ja, sehr gut. Würde ich ja ganz gerne noch mehr hier mitnehmen, aber wobei, das können wir tatsächlich machen. Wir werden das so tun hier. Ja, ich weiß, ich bin über unserem Limit. Wir werden genau jetzt. Mit taggen hier. Eine neue Partei. Eine neue Armee machen uns, 85 Leute kann ja anführen. So, du kannst schon mal diese Leute hier mitnehmen, würde ich sagen. Ja, auch diese ganzen. Vor allem, ja, genau. Das hier, die drei hier. Ja, mit Data hat, ja, zumindest zwar nicht die besten Truppen, aber so ein bisschen was auf Lager, mit dem er arbeiten kann. So, ja, Rekruten auch hier in Hülle und Fülle. Order der Bouncer. Ja, die Headmans, die könnten wir ihm auch noch geben. Gerade überlegen, wen wir denn selbst behalten. Müssen noch mindestens 2 Leute abgeben. Schon behalten. Komm, wir werden ihm die Wölfe mitgeben als Leibgarde. Das ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Ihn auf jeden Fall eben hier voll haben, die barbarischen Speermänner hier. Barbarische Warlords. Ich glaube, kabeltechnisch ist jetzt auch ganz gut ausgestattet. Hier. Ein Barbar hier noch mit. Dass er hier auf die vollen 85 kommt. 2 Bauern. Den wilden Mann behalten wir tatsächlich. So, damit hat er die volle Stärke. Wir müssen uns noch ein bisschen was dazu rekrutieren, aber deswegen sind wir ja hier. So. Dritte Genius. Ich hoffe, du machst jetzt hier keinen Scheiß, ne? Also. Wenn nicht dich wieder hier sofort. Ach, du folgst mir gerade sogar. Ich glaube, willst du mehr rekrutieren oder willst du. Naja, geht tatsächlich hier einkaufen. Okay. Mehr Leute. 5 Stück können wir noch. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht irgendwo noch Adlige gehen können. Das wäre schon nicht schlecht. Aber wir nehmen zur Not auch normale Leute mit und werden sie eben so. Ja.
Zentristen ausbilden. Weitere Männer. Da hätten wir jemanden, den wir sofort angreifen können. Das werden wir auch tun. Jetzt werden wir uns tatsächlich im Osten mal umschauen. Natürlich im Imperium, wo wir vielleicht ein Heim suchen und uns etwas niederlassen. Da ist der Feind. Nein. Und alle angreifen. Würde ich mal knallhart sagen. Rushen zusammen mit der Kavallerie vor. Da sind sie. Der Abschaum. Einfach reinschießen, dann triffst du immer die richtigen hier. Ja. Diese Leute sind chancenlos. Oh. Das war's. Der Weg des Todes hier. Oh mein Gott. So. Keinen einzigen Mann verloren. Ja, richtig. Die Gefangenen, die müssen wir natürlich auch noch abgeben. Der Benny Silar-Rekruten. Ich glaube, die können wir durchaus auch mal hier mitnehmen. Ja. Definitiv können wir die mitnehmen. Ganzen Kriminellen, ich denke, die können wir in der nächsten Stadt dann eintauschen für Geld. So, und zwar in Sanaa. Haben wir es jetzt geschafft, uns hier noch weiter zu verbessern? Dass ich das hier noch erlebe, so im hohen Alter sozusagen. Ja, einhändige Kampf, der Kampf mit den Pole Arms, hier bei den Dingen. Denken wir mal ein wenig an die Zukunft, üben uns in unseren Verwaltungsaufgaben. Naja, ich habe schon wieder zu viele Leute hier. Gut, also. Natürlich bezahlen wir jetzt nochmal ordentlich mehr hier für Tekkens kleine Barbarentruppe. Na gut. So, Zeit jetzt nochmal den ganzen Loot hier sogar auch. Sogar einige davon sind hier. Doch, das ist ja wirklich erstaunlich. Werte sind hier wirklich in Bedarf. Klar, dann verkaufen wir euch ein paar Pferde. Immer noch in erster Linie hier Händler. So, von diesen ganzen Dingen hier haben wir denn unseren Speer? Ja, den haben wir noch hier. Von dem sollen wir davon behalten. Datteln könnt ihr behalten. Hier die Grapes, das Bier. Sie haben auch ziemlich großen Bedarf an Clay. Interessant. Jetzt gibt es ja so einiges hier aus diesem Versteck rausgeschleppt. Ja. 28.000 Goldstücke. So. So, was ist dann hier? Ah. Und, ja, sehr gut. So, wir haben noch 30. Okay, jetzt mal in die Taverne. Und hier suchen wir uns jetzt ganz genau aus, wen wir hier abgeben wollen. Die wollen sich natürlich hier alle anschließen.
kannst weg, du. Alle der Benizilla, die sind sowieso alle beritten, ja. Die werden wir fürs Erste noch hier unter unseren Fittichen behalten, würde ich sagen. Ach, wow. Tatsächlich. Dann spielt es eigentlich nichts dagegen. Suchen wir uns mal ein schönes Plätzchen. Wir werden dort unser Lager aufschlagen und uns dann überlegen, wie wir hier weiter vorgehen wollen. Dann haben wir noch einen kurzen Blick hier rein. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch einige Sand. Hm? Könnten wir verkaufen für ein Kasita für 179. Lass uns doch das mal mitnehmen hier. Soweit so gut. Da, wir sind noch an Kasita, gerade erst vorbei. Ja komm, das ist, das muss jetzt mal kurz sein. Bei solchen profitablen Geschichten, ja, da kann man nicht nein sagen. Das scheint ja heute ein Problem zu haben, seine Leute hier bei sich zu behalten. Gerüchteweise, ich hoffe, das hier jetzt ein, dass er immer wieder Leute verliert. Ja, Datteln, die können wir auch in Kasira verkaufen. So, dann machen wir noch diesen kurzen Trip wieder zurück. Ist Kasita schon natürlich am Horizont. Und hier, das sind glaube ich Kultisten, die wir da sehen in weiter Ferne. Gut, also handeln. Schauen wir mal, ob die Gerichte gestimmt haben. Ja, definitiv. So viel können wir hier verkaufen. So, das hier dann werden wir natürlich behalten. Wobei, ich denke, dem Level können wir das noch machen. So. Oh, und jetzt tatsächlich mal hier weiter in Osten. Wir wollen, oh ja, ein Benizilla-Rekrut. Natürlich. Wir haben 31 normale Rekruten, die müssen wir jetzt noch irgendwie trainieren. Das ist halt das Problem. Diverse Hideouts, die wir hier auswischen. Ich glaube, wir werden eigentlich Feldschlachten tatsächlich lieber. Verstecken ist es ziemlich einfach, die armen Leute von hinten zu überfallen. So, schauen wir mal hier an die Pflanzung, da wo wir ja normalerweise immer Ärger hatten. Darf ich einen kurzen Blick nach Kuyas? Ob wir hier noch irgendwas sinnvoll kaufen können? Ja, das Erz. Ja, das Bier können wir verkaufen. Die Datteln sind auch noch gut was wert. Ja, meine Güte. Sehr heftige. Heftig teure vor allem. Wurfgeschosse. Profession, also lassen wir es mal sein. Nochmal eine Rüstung, aber genau dieselbe, die wir auch tragen. Ja, da haben wir jetzt natürlich nicht geschaut. Theoretisch könnten wir uns da nämlich, denke ich, schon verbessern. Müssen natürlich keine imperialen Sachen tragen.
Na gut, ich denke, der Platz hier ist erstmal so gut wie jeder andere auch. Und dann lass uns hier mal kurz das Lager aufschlagen und mal besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen. Am späten Nachmittag im Lager versammelt sich die ganze Truppe an den Lagerfeuern. Und alsbald ergreift Nael das Wort. Tja, ich würde sagen, es wird Zeit, dass wir uns mal mit unseren Möglichkeiten auseinandersetzen. Was steht an? Ja, absolut. Ja, das sehe ich mir nicht aus. Ich konnte mich ausruhen. Ja, das würde erstmal warten müssen. Ihr erinnert euch doch bestimmt an diesen Asagos und diese ominöse Frau. Die verrückte Idee gab, wir sollten doch einfach unser eigenes Reich gründen. Naja, vielleicht ist die Idee doch gar nicht so verrückt. Zumindest sind wir mittlerweile stark genug, dass nicht irgendein dahergelaufener Bandit uns, die Stadt oder das Schloss wieder wegnehmen könnte. Ei, und ich bin dabei, uns eine weitere schlagfertige Truppe aufzubauen. Damit könnten wir uns noch besser verteidigen. So wie beim letzten Mal, ja? Tengen straft Sui mit einem bösen Blick, fährt dann aber fort. Ich denke, die Lage ist diesmal etwas anders. Die Chancen stehen besser. Wir sind nicht im Krieg mit diversen Fraktionen. Wir müssen lediglich auf die Banditen achten. Das sollte ich hinbekommen. Keine Sorge, Tengen, ich vertraue dir, sonst hätte ich dir die Möglichkeit kein zweites Mal gegeben. Aber nun zurück zur Sache. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wo sollten wir das tun? Ich denke, ein Ort, der nicht so leicht erreichbar ist, wäre von Vorteil. Möglichst irgendwo nicht mittendrin im Geschehen. Mindestens mit einer Fraktion werden wir uns anlegen müssen. Also, trotz unserer momentanen Stärke werden die mehr Männer haben als wir. Dieser Schritt muss wohl überlegt sein. Vielleicht sollten wir jemanden angreifen, der ohnehin schon im Krieg ist und sich deswegen nicht auf uns konzentrieren kann. Ich glaube, mal etwas über so etwas gelesen zu haben. Du liest? Naja. An sich klingt die Idee nicht schlecht. Was sagt ihr? Es bleibt ein großes Risiko, aber so wird es wohl am besten gehen. Ich schätze, irgendwo innerhalb der Imperien wäre das am geschicktesten. Kohärenz der Lords in den Außenbezirken, in den Außenkönigreichen ist relativ groß. In all den Zwinsigkeiten im Imperium könnten wir vielleicht Glück haben und eine imperiale Stadt einnehmen. Man setzt sich ja sonst keine Ziele. Nael hält kurz inne. Vielleicht sollten wir versuchen, uns nicht zu sehr einzuschränken. Wir werden sehen. Wir warten auf die günstige Gelegenheit. Ich denke nicht, dass es schlau wäre, alles übers Knie zu brechen. Wir werden unser Gold auf jeden Fall brauchen. Wenn wir es wirklich mit einem ganzen Reich aufnehmen wollen, dann werden wir Söldner brauchen und mehr Männer. Man bedenkt, dass wir dann gar nicht mehr vom Fleck kommen, weil wir gar nicht darüber nachdenken, wer unsere Karawanen leiten soll. Wir werden mehr Leute brauchen. Ja. Wir werden definitiv mehr Leute brauchen. Vielleicht sollten wir diese zuerst anheuern. Und anschließend etwaige Eroberungen kümmern. Eine gute Idee. Vielleicht findet sich ja irgendjemand, der mitmachen möchte. Aber einen alten Freund, sein Name ist Hertag, sollte sich irgendwo im Norden aufhalten. Da hätte ich auch noch einen Vorschlag. Ein alter Freund aus Spreer-Zeiten. Er hat die Armee sogar noch vor mir verlassen. Wollte eigenen Geschäften im Imperium nachgehen. Hat bestimmt nichts Gutes vor. Vielleicht finden wir ihn ja. Trikul heißt der gute Mann. Ja, dann wissen wir, was zu tun ist. Vielleicht das Lager ab. Wir reiten gen Norden.